So, ein wunderschön herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Carpet and Server Let's Play. Wobei das eher so eine kleine Special-Folge ist, weil wir jetzt hier nicht wirklich spielen werden. Warte mal ganz kurz, was ist jetzt überhaupt mein Bild? Da ist mein Bild, das ist doch perfekt. Zuallererst zeige ich euch mal etwas auf meinem Kreativ-Server. Das wäre dann der hier. Geht doch. Bam, bam, bam. Jo. Mikrofonausschlag. Okay. Ha. Und zwar, etwas, was neu hinzukam, ist, jetzt weiß ich gar nicht, wie das Ding heißt, das Ding hier. Diese drei magischen Blöcke, die die Welt verändern werden, tun und machen haben. Machen wir uns hier was hier, da brauchen wir nur eins. Hier brauchen wir ganz viele von. Elevator Shaft, genau. Und das ist quasi, ne, ich war ja immer so extrem unglücklich mit dieser TravelNet-Mod, weil die teleportiert einem halt und ich bin halt nicht so ein Fan von Teleportation und das ganze scheiß übernatürliche Dings da. Und deswegen, was? Das wollte ich. Yay, High Speed, voll nicht übernatürlich. Habe ich letztens im MyTest-Forum eine schöne Elevator-Mod gefunden. Das Geile an der ist, dass die wirklich aussieht wie ein klassischer, das war dumm, so, wie ein klassischer Elevator. Also wie ein Fahrstuhl. Das heißt, du hast hier einen Schacht. Eigentlich sagt man doch Schacht, oder? Nicht Schacht. Ist auch egal. Ja, das heißt, oh, das bitte nicht, das ist, ja, aufeinander platziert ist ein bisschen blöd, weil die Hitbox ist auch nur so breit wie das Ding selber. Ja. Das ist ja. Das heißt, du musst wirklich genau hier auf diese Oberkante treffen, damit er die Dinge auch aufeinander platziert. Was ist denn hier los? Ach Gott, Alter. Ja. Hab ich gerade was gesagt? Nee, ne? Damit er die Dinge auch wirklich aufeinander platziert. Das ist ein bisschen blöd, ansonsten ist die Mod halt super geil. Du kannst ja halt einen Schacht bauen. Schacht, ist auch völlig egal. Und dann klatschst du einfach sowohl, also dann bei den Etagen, wo du halt raus möchtest. Jetzt bräuchte ich halt so einen kleinen Übergang. Nehmen wir mal jetzt einen Wood hier. Dankeschön. Gib mal her. So, jetzt brauchen wir hier so einen kleinen Weg. Das heißt, du kommst weg. Und da kommt jetzt hier dieser Fahrstuhl hin. Der kommt quasi dahin, wo die Etagen sind. Also einmal hier und dann einmal ganz unten. Also überall da, wo du halt raus möchtest. Ach komm, fall jetzt einfach runter. Oh. Aber hier noch einen Fahrstuhl hin. Voilà, das sind jetzt quasi die Etagen. Also hier ist eine Etage und ganz oben ist eine Etage. Und wie jeder richtige Fahrstuhl braucht, auch noch einen Motor. Und der Motor kommt wie bei allen modernen Fahrstühlen oben drüber. Bam. So, jetzt siehst du auch schon, der ist beleuchtet. Der Fahrstuhl funktioniert. Das heißt, du kannst jetzt hier einfach reingehen. Und sagst, du möchtest zu der 16 und schon fährst du runter. Tada! Ist das nicht genial? Ding! Das nenne ich einen Fahrstuhl. Vor allem, wie man gerade gesehen hat, wenn man sehr lange Strecken hat, dann fährt er das große Teil der Strecke erstmal relativ schnell.
Da siehst du, jetzt ist er relativ schnell und jetzt dann wieder etwas langsamer, wenn er fast oben ist. Ich meine, gut, normalerweise wäre es schöner, wenn er langsam beschleunigt und dann schnell und dann wieder zum Ende wieder langsam ist und nicht direkt komplett schnell und dann langsam ist. Also so alle Sachen, die könnte man perfekter machen. Muss man aber nicht. Aber ja, das ist tatsächlich eine Mod. So stelle ich mir eine Fahrstuhlmod vor. Das Ganze ist gar nicht mal so teuer, soweit ich das gesehen habe. Was ist denn hier gerade? So. Du brauchst halt, was brauchst du denn? Gusseisen und Eisen. Was? Warum Hanfseil? Das ist doch eine Kette. Ist auch egal. Das hier ist wahrscheinlich das teuerste. Brauchst du aber pro Fahrstuhl nur einmal. Das ist halt super billig. Also wie gesagt, von den Kosten her geht es halt. Einzige, was halt ein bisschen teuer ist, ist der Motor. Aber wie gesagt, den brauchst du auch nur einmal. Und das, was eigentlich, das, wo du eigentlich das meiste von brauchst, sind diese ganzen kleinen Zwischenstücke hier, diese ganzen kleinen Schaftdinger. Und die kosten halt doch relativ wenig. Da brauchst du eigentlich nur Glas und einmal Gusseisen für ein so ein Ding. Das heißt, so ein ganzes Ding kostet gerade mal so, ja, weiß nicht, 30 Eisen. Und 30 Eisen für so einen großen Fahrstuhl. Geht eigentlich, finde ich das in Ordnung vom Preis her. Und ich habe mir auch überlegt, wenn wir dann irgendwann wieder unsere Kreativwelt hier weiterspielen. Wir haben ja bei unserem Kreativ-Let's Play haben wir auch so einen Fahrstuhl irgendwo gebaut. Leck mich. Und zwar lass mich raus. Haben wir hier so einen Fahrstuhl? Da, das Ding. Das geht da komplett einmal runter, bis in die untersten Ebenen. Ne, hat man ja hier. Sechste Ebene. Und ja. Das Ding werden wir komplett ersetzen, irgendwann mal, mit dem richtigen Fahrstuhl. Das wird scheiße lange dauern und wird scheiße viel Eisen kosten. Aber da habe ich Bock drauf. Es werden aber dann so 10 Folgen pure Langeweile. Aber hey, dafür haben wir dann einen schönen Fahrstuhl. Ja. So, und jetzt werden wir mal was anderes machen. Und zwar werden wir mal ausnahmsweise mit meinem Sheet-Client, den ich ja letztens vorgestellt habe, auf meinen Carpet-Server gehen. Als Admin, klar. Er ist auch falsch. Und dann werden wir jetzt mal mit X-Ray gucken, was da so abgeht. Weil ich wüsste halt echt gerne, wie viele Rohstoffe überhaupt in der Erde drin sind. Weil, ne, wir haben ja gesehen, bei dem Schacht, wo wir gerade reingegangen sind, um da das Rainbow Ore zu finden, wir haben kein einziges Eisen gefunden. Ich meine, was zur Hölle geht denn da ab, bitte? Ich meine, wir können jetzt natürlich X-Ray benutzen, wir können aber auch mit dieser komischen Search Dings, da musst du da arbeiten. Warum siehst du so behindert aus? Ist ja auch völlig egal. So. Die Frage ist, was ist denn das da? Achso, weil es hier Objekte sind. Ah ja, okay. Ja. Da können wir direkt mal hier. Nein, das da. So, schon besser. So, jetzt ist die Frage, wo ist unsere Let's Play-Hütte? War in die Richtung oder in die Richtung? Was? Achso.
Mit dem klassischen Fliegen ist es einfacher. So. Jetzt muss man ganz kurz überlegen. List Areas. Habe schon viele Areas schon. Wir sind da. 65, 585. Das heißt, wir müssen, das ist Z und Z ist auf der Nord-Süd-Achse. Doch, müsste Nord-Süd-Achse sein, ne? Das heißt, wir müssten nach. Ach, guck mal einfach hier das Ding auf und dann gucken wir mal. Genau, nach Norden, mache ich doch. Nord-Nord-Nord-Süd-Achse. Easy. Fast Speed activated. So, jetzt müssen wir nur gucken, wann wir auf unser Haus kommen. Das ist ja schon. Nee. Das ist nicht unser Haus. Da, unser Haus. Sehr nice. So, dann tauchen wir mal hier ab. No Clip. Oh, Alter, dieses Fullbright ist halt so geil. Oh. So, und jetzt machen wir mal das, was alle schon immer wollten. Ja, nur Kohle. Es ist tatsächlich nur Kohle vorhanden. Willst du mich verarschen? Es ist nur Kohle. Okay, unten kommt ein bisschen Dingsbums dazu. Bisschen Kupfer und Zinn. Aber hier oben, genau, hier ist so eine Grenze. Sieht man, ne? Hier, ab jetzt ist unter uns auch Kohle und Zinn. Kupfer und Zinn mit dabei. Oh, und ein bisschen über uns. So, ab jetzt. Aber über uns ist nur Kohle. Nur fucking Kohle. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist bei, okay, das heißt, ab minus 64, ab hier wahrscheinlich, fängt dann Zinn und Kupfer an. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, ab wann Eisen kommt. Unten habe ich Eisen gesehen. Okay, ab hier kommt Eisen. Ab 128. Und zwar sogar relativ viel Eisen. Aber erst ab 128. Das ist doch krank, Alter. Ist ja auch. Okay. Das heißt, wenn wir Eisen suchen, müssen wir ganz schön tief buddeln. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ab wann gibt es Diamanten? Alter, so eine Welt zu erkunden ist schon echt extrem geil, ne? Das ist ja schon wow. Das ist echt nicht schlecht. Guck mal, hier haben wir jetzt auch Gold. Da haben wir auch Lava. Rainbow Ore ab 512, schätze ich mal. Ja, guck mal hier oben. Ich glaube, es ist auch schon ein Rainbow Ore. Ah, hier ist auch schon Mese. Das heißt, ab minus 512 gibt es dann Mese und Rainbow Ore. Tatsächlich. Und Schächte. Nice. Guck mal, ich kann jetzt mit dem Zug durch die Luft fahren. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Eine schwebende Insel aus Erde. Also mit diesen X-Ray, das sieht halt schon geil aus, ne? Da kannst du echt sagen, was du willst. Das ist schon nicht schlecht. Bin ich da mal gespannt, ab wann die ganzen Diamanten kommen. Wahrscheinlich dann ab minus 1024 oder sowas, ne? Haben wir auch wieder ganz viel Mese. Yay, sag ich doch, 1024. Nice. Ja, das heißt, wenn wir hier wirklich Rohstoffe haben wollen, also wenn wir Eisen haben wollen, schaut es euch an. Schaut es euch an. Dieses kleine verfluchte Ding.
Aber wie gesagt, das heißt, wenn wir wirklich Eisen haben wollen, müssen wir so mindestens auf 128 runtergehen. Das ist natürlich interessant. So, was jetzt? Teleport 64, 0, 500. Oder? Machen wir 800, 600. So. Wo bin ich hier gerade? Achso, ja. Genau. So, hier war ja die Höhle, wo wir anfänglich unseren Kram haben. Und wie du hier siehst, du hast halt keine Chance, hier irgendwie auf Eisen zu kommen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie weit haben wir uns denn runtergebaut. Wow. Das war gerade ein Stocker. Wir haben uns hier gar nicht runtergebaut. Ach doch, hier. Ja, bis minus 64. Das heißt, wir hätten hier schon Eisen haben müssen, oder? Ach, guck mal, genau, hier geht es erst mit dem Kupfer und so los. Das heißt, wenn wir wirklich die Muße gehabt hätten, uns noch weiter runter zu bauen. Okay, also das Aktivieren und das Deaktivieren von diesem X-Ray, das stockt schon ganz schön. Ja, das heißt, wenn wir die Muße gehabt hätten, uns noch weiter runter zu bauen, wären wir sogar früher oder später auf Eisen gestoßen. Aber wir waren halt gerade mal weit genug unten für Kupfer und Zinn. Das ist halt krass. Das ist halt krass am Arsch. Eieiei. Ich meine, ja, ich finde es ja richtig, dass Eisen relativ weit unten ist. Aber das Problem ist halt in diesen Zufallsgeneratoren. Naja, man könnte es wahrscheinlich auch anders machen. Es wäre halt besser, wenn es ein bisschen feiner granuliert ist. Dass man sagt, okay, ab 128 ist zwar viel Eisen, aber darüber findet man auch schon ein bisschen Eisen. Ne? Dass man wohl, man kann ja bei Mantis verschiedene Layer angeben. Und dass man sagt, okay, ab 1024 ganz viel Eisen, also ab minus 1024 ganz viel Eisen, minus 1024 bis minus, weiß nicht, 128 oder sowas, Normaleisen und 128 bis, weiß nicht, bis 0 oder bis minus 64 oder minus 32 oder keine Ahnung, irgendwie so in dem Dreh, halt ein bisschen Eisen. Sodass man auch nicht erstmal 3 Stunden nach unten buggern muss, damit man überhaupt mal Eisen bekommt. Ja, das ist ja interessant. Das ist ja echt interessant. Das ist ja voll interessant und so. Das ist ja schon interessant. So. Bam. Das ist krass. So. Dreht mich wieder rauslöschen. Ja. Ja, da soll es mit der Folge schon gewesen sein. Für 10 Minuten nochmal anzufangen, irgendwas los ich nicht. Von daher würde ich mal sagen, das war's denn. Und mal gucken, nächste Folge. Erstens weiß ich noch nicht, ob es überhaupt eine nächste Folge gibt diese Woche. Bei dem Wetter lass ich mir alles offen. Wenn es morgen wieder noch wärmer ist, also heute nehme ich sowieso nichts mehr auf. Und wenn es morgen noch wärmer ist als heute, oder noch schwüler, dann werde ich auch morgen nichts aufnehmen. Ja, das heißt, alles ohne Gewehr. Sondern nur mit Schrotflinte. Aber wenn ich was aufnehme, dann gibt es für euch wahrscheinlich dann ab morgen Isarwheel, also dem German Isarwheel Server. Let's Play. Gedingster Boomster. Ja. Da. So, genau. Ja, das heißt, das war's jetzt einfach wieder mit dem Kapitel. Wir haben mal ein bisschen reingeschaut. Und wir wissen, wo wir hin müssen. Und zwar ganz tief, damit wir mal ein bisschen ordentliche Rohstoffe finden. Und wir müssen vor allen Dingen mal ein bisschen so in die Weite gehen. Nach links und rechts und oben und unten. Wegen Pflanzen. Damit wir auch mal ein bisschen was anderes haben als nur Weizen. Ja, nur Weizen ist nicht gesund. Von daher würde ich dann mal sagen, sieht man sich dann irgendwann mal wieder. Entweder morgen oder nächste Woche. Oder ich habe nächste Woche gar keinen Bock aufzunehmen. Alles eine Frage der Temperatur. Und wenn nicht, ich sag mal so, spätestens im Winter sieht man sich wieder. Ich hoffe mal, es bleibt nicht so warm. Das Bekloppte ist jetzt, wird jeden Sommer wärmer.